Die Internationale Gilde der Knotenmacher hat in ihren Publikationen eine Reihe von Knoten veröffentlicht, die entweder unbekannt oder besser keinen Namen haben. Die nächsten Videos, 5 oder 6, werden sich mit diesen unbenannten Knoten beschäftigen. Wir haben hier den ersten. Das ist ein Verbindungsknoten, kommt aus dem Klettersport, also ein alpiner Knoten. Den hat der kanadische Bergsteiger Rob Chisnell in den Bugaboos, das ist eine Gebirgskette in British Columbia in Kanada, gefunden. Ja, und ist wie gesagt der erste der unbenannten Knoten. In die rechte Leine legen wir eine Bucht. Das linke Arbeitsende wird von oben durch die Bucht geführt. Dann wird das Arbeitsende über diese beiden Parten gelegt und jetzt zweimal um diese beiden Parten geturnt. Einmal zweimal. Dann wird das Arbeitsende von unten abschließend durch dieses Auge gesteckt, so dass es praktisch parallel zu dieser Part aus dem Knoten kommt. Dann wird der Knoten dicht geholt und wir haben einen alpinen, unbekannten Verbindungsknoten.